Liebe Mitchristen, am Sonntag feiern wir den Sonntag des guten Hirten. Jesus erklärt da, ich bin der gute Hirte. Er übernimmt damit einen Titel, der im Alten Testament letztlich für Gott reserviert ist. Und er sagt damit, ich und Gott sind eins. Wir, die angesprochen werden, wir sind die Schafe. Das ist ein Bild, das uns eigentlich nicht gut gefällt. Die Schafe werden betreut aus wirtschaftlichen Interessen. Milch, Wolle und Fleisch, das ist es, was sie bieten. Und deswegen ist auch ihr Leben beschränkt. Allerdings unseres auch. Wir sind umgeben von vielen, die uns als Hirten begleiten, als Menschen, die uns zeigen und sagen wollen, wo es lang geht. Und wir sind die, die entscheiden müssen, wollen wir ihnen vertrauen und folgen oder wollen wir es nicht? Wollen wir unsere Entscheidungen selber treffen? Manchmal ist es gut, wenn man geleitet wird, wenn man eine Richtung gesagt bekommt. Manchmal ist es aber viel besser, selbst zu bestimmen. Gott macht uns ein Angebot durch Jesus, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn als Hirten, als Wegweiser für unser Leben akzeptieren und dass wir uns ihm anvertrauen, damit unser Leben gelingt.